Ok. Maman, c'est l'heure. J'y m'en vais. Avec mes bottes, je vais découvrir le monde et moi-même à l'intérieur. Es ist soweit. Den inneren Kompass mal wieder richtig gut einstellen. 2 Monate habe ich mir Zeit genommen, um zu wandern, um näher der Natur zu sein, näher mir selbst, um zu schauen, was das Leben mir an jedem Tag für Überraschungen gibt. Und das fing gleich gut an. Mein Flug nach Salzburg ging über Wien und ich dachte, ich hätte noch einen zweiten Flug, aber nein, ich hatte einen Trainjet oder Railjet. Ich bin mit dem Zug weiter nach Salzburg gefahren und dann sollte es eigentlich einen Tag Zwei-Punkt-Methode geben mit Freunden, aber auch das ist nicht zustande gekommen, weil es zu doll geschneit hat. Überraschung. Wenn einer auf die Heldenreise geht, dann sollte man mit allem rechnen und jeden Tag so annehmen, wie er ist. An diesem Tag haben wir uns dann entschieden, eine große Wanderung im Wald zu machen. Und das war wunderbar. Es war wie, ja, wie neue Augen haben, Kinderaugen, alles zum ersten Mal erleben. Ich weiß, dass diese Reise mir vieles, vieles, vieles zeigen wird. Und ich bin bereit dafür. Ich weiß nicht, was kommt. Und ich freue mich über alles. Gerne nehme ich euch mit auf diese Reise. Also wenn ihr immer mal wieder reinschauen wollt. Ich bin jetzt unterwegs. Die nächsten 40, 50, 60 Tage. Herzlich willkommen. Was ist das Leben? Was ist unsere Realität?